Das offizielle Schulsystem. Und dann werden immer sehr schnell schöne Worte gesprochen. Aber im Grunde genommen geht es ja bei der Schulbildung darum, dass Kinder und Jugendliche eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, sich all das Wissen anzueignen und all die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die sie brauchen, um sich in dieser Welt, und das ist eben jetzt die Welt des globalisierten Zeitalters im 21. Jahrhundert, auch wirklich zurechtzufinden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ja, diese Anlagen und Talente, die in jedem Kind irgendwie verborgen sind, auch tatsächlich zur Entfaltung zu bringen. Das ist ein schwieriges Geschäft und das kann man nicht in Einrichtungen umsetzen, die ein bisschen so wie Erbsensortieranlagen funktionieren, wo die Guten von den Schlechten ausgehen. Vergangenheit und Zukunft. Das wären die ultimativen Urlaubsziele. Doch können wir dorthin reisen? In ein paar Jahren oder Jahrzehnten könnte das klappen. Auf Zeitreisen passieren seltsame Dinge. Die Zeit könnte sich so drastisch verzerren, dass man sich selbst in der Vergangenheit begegnet. Es gibt Menschen, die schon eine Zeitreise gemacht haben. Man kann in die Zukunft springen und dabei kaum altern. Das ist wirklich cool. Wir entschlüsseln das Mysterium des Zeitreisens und zeigen Ihnen, wie der Traum Wirklichkeit werden könnte. Die Schule selbst drückt sich ein bisschen davor, das zu formulieren, also jedenfalls unser offizielles Schulsystem. Und dann werden immer sehr schnell schöne Worte gesprochen. Aber im Grunde genommen geht es ja bei der Schulbildung darum, dass Kinder und Jugendliche eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, sich all das Wissen anzueignen und all die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die sie brauchen, um sich in dieser Welt, und das ist eben jetzt die Welt des globalisierten Zeitalters im 21. Jahrhundert, auch wirklich zurechtzufinden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ja, diese Anlagen und Talente, die in jedem Kind irgendwie verborgen sind, auch tatsächlich zur Entfaltung zu bringen. Das ist ein schwieriges Geschäft und das kann man nicht in Einrichtungen umsetzen, die ein bisschen so wie Erbsensortieranlagen funktionieren, wo die Guten von den Schlechten ausgelesen werden oder die wie so ein Rasenmäher über alle hinwegziehen mit irgendwelchen Lehrprogrammen. Es wird auch schwierig, sowas zu machen mit Menschen, die sich selbst als Wissensvermittler verstehen. Ja, das ist so. Muss aber nicht und es wird auch schwierig, solange wir überhaupt noch so einen Begriff für Bildung haben. Ja, das ist es so. Ich völlig einverstanden mit dir. Du bist Tochter, das freut mich. Du hast Kredibilität, nicht so wie ich. Nicht so global. Ich habe lokale Kredibilität, du hast viel globalere Kredibilität, auch wenn du vielleicht viel weniger kredibel bist als ich. Aber ich habe dir dazu gelassen, 2 Sekunden, und habe verstanden, dass du genau gleich denkst wie ich. In deinen Worten. Das freut mich. Jetzt sind wir schon 2, ja. Und 2 Länge, um den Rest zu verändern. Allein schaffst du es nämlich effektiv nicht, aber du musst nur zu zweit sein. Ja. Der Stärkste oder der Schwächste. Eine in sich. Die ganze Bandbreite von menschlicher Macht. Ja. Und ihr seid vielleicht noch bei 1, oder vielleicht seid ihr schon bei 2, und ich bin schon bei 3, und 3 ist fucking komplex. Fragt mal die Christen, ja. Da kommen auch nie draus. Mit dem Geist und nachher der andere Geist, der aber der Sohn ist vom anderen Geist, der der erste Geist ist und der andere nachher Geist, also der nach dem Erst, also ihre Vergangenheit. Also und die entsteht ja. Ich meine, Zukunft vergeht, ja. Nicht Vergangenheit. Ja, und das ist pure Logik. Wenn ihr das versteht, dann versteht ihr schon viel. Dann habe ich euch bestimmt gern. Aber auch wenn ihr es nicht versteht, ich habe noch sowieso gerne, dass die effizienteste Art ist, einer Begegnung zu begegnen.
Zumindest für mich. Ist ja nur meine Meinung, aber ich habe nicht mehr. Na dann, der Schweizerdeutsch Versteher. Peace.